zu deinem Vater zu sprechen, ist wie zu einem Fels zu sprechen. Er ist so mit seinen Kleinigkeiten beschäftigt, der Gestalt eines Tautropfens, dem Geräusch der Wurzeln, die sich ihren Weg durch das Erdreich bahnen. Alles andere bedeutet ihm mehr als du. Nein, mein Vater liebt mich. Er macht sich über dich lustig. Er liebt sich selbst, sonst nichts. Hast du dich verirrt? Nein. Bist du einer von diesen Predigern, die hier in der Wüste nach etwas suchen, was sie nirgendwo anders finden können? Seit wann bist du hier draußen, heiliger Mann? Seit der letzte Vollmond war, vielleicht auch länger. Allein? Nein. Jemand wie du ist niemals allein. Ihr habt immer irgendeinen Geist oder sowas um euch. Ist es nicht so? Sag mir eine Erkenntnis, die du hier hattest, und ich gebe dir ein Lager für die Nacht. Oh, das ist nicht nötig. Bitte. Es wäre mir eine Freude. Der Mensch besteht überall. Weil er der Mensch ist. Gut. Hilf mir, das hier zu tragen.